Ich habe neulich im Stream erzählt, wie ich mich ausnutzen lassen habe und kostenlos für Leute Lieder abgemischt habe. Und dabei ist mir eine Story aus meiner Jugend eingefallen, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Let's go! Boah, bei einem, da war das so schlimm. Ich habe Wochen an einer Sache gearbeitet und wir hatten eine Abmachung. Er hatte sich an die Abmachung nicht gehalten. Ich war so sauer, dass ich eine... Oh nee, das kann ich euch nicht zeigen, aber ich kann es euch erzählen. Spoiler-Alarm, er zeigt euch trotzdem etwas. Da bin ich nicht stolz drauf, Leute. Da bin ich wirklich nicht stolz drauf. Ich habe es ja auch nie veröffentlicht oder so, das ist schon mal gut, aber da muss ich euch noch eine kleine Story zum Abschluss erzählen. Wie alt war ich das? Da war ich 15, glaube ich. Mit 15, 16. Da war ein Dude, der hat sich bei mir gemeldet. Ey, ich bin über deine YouTube-Videos auf dich aufmerksam geworden. Gute Musik. Zu der Zeit habe ich ja nur Musik gemacht auf YouTube. Und ich finde, du machst richtig krasse Mucke und so. Kannst du mir helfen? Ich brauche deine Hilfe. Dann hat er mir so seine ganzen Probleme erzählt. Und das Grundproblem war, er war verliebt in ein Mädchen und er wollte diesem Mädchen einen Song schreiben. Und er wusste, dieses Mädchen liebt das Lied Say All I Need von One Republic. Und er hat dann einen Beat gebaut, der war richtig schlecht und er hat gesungen darauf, aber mit einem eigenen Text, den er für sie geschrieben hat, der auch keinen Sinn ergeben hat. Und es war richtig, richtig, richtig schrecklich. Es war nicht ein Ton richtig da, wo er hingehört hat. Die Qualität war grässlich. Es war grottenschlecht. Ich will jetzt nicht schlecht reden, aber das ist ganz objektiv. Es war grottenschlecht. Jeder Produzent, dem ich diese Stelle gezeigt habe, ist sofort in Lachen ausgebrochen. Und dann hat er mich um Hilfe gebeten, weil er selber wusste, ey Matti, ich glaube, das ist ganz schön schlecht. Kannst du mir da helfen? Dann hat er mir alle Files gegeben. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe wochenlang seine Stimme vernünftig bearbeitet. Ich habe selbst dazu gesungen. Ich habe eine Oberstimme gesungen. Ich habe einen Double Track eingesungen und so weiter. Ich musste seinen Text erstmal raushören, weil er den noch nicht aufgeschrieben hatte, sondern aus dem Herzen gesungen hatte. Da musste ich seinen komischen, falschen Text irgendwie raushören. Ich habe einen Chor dazu eingesungen. Ich habe seinen Beat komplett verworfen und einen komplett eigenen Beat gebaut für ihn. Für Say All I Need. Komplett mein eigener Beat. Das Ding ist, sein Beat war nicht auf dem Takt. Er hat nicht eine feste BPM, 120 BPM, 1, 2, 3, 4, 1, so, sondern er hat halt einfach irgendwie auf dem Keyboard und dann ein Schlagzeug. Alles frei Schnauze, nicht nach dem Raster. Und hat dann auch dazu gesungen. Ich habe einen kompletten Beat gebaut, musste aber seine Stimme dann ja auch nach vorne, nach hinten, schneller, langsamer. Und ich war kein Pro. Ich habe zu der Zeit gerade angefangen mit Cubase. Das war so mein erstes Musikprogramm. Ich hatte gerade angefangen, das alles zu lernen. Ich habe Wochen gebraucht dafür. Aber die Version klang richtig gut am Ende. Und die habe ich ihm gegeben. Ich glaube, ich war 16, er war 14. Mit dem Mädchen, da ist, glaube ich, nie was draus geworden. War alles für die Katz. Aber immerhin habe ich das gemacht. Aber wir hatten eine Abmachung. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, was da die Abmachung war. Aber er hatte sich nicht gehalten an diese Abmachung. Und ich war stinksauer. Und für mich, nicht für die Öffentlichkeit, nur für mich, habe ich mir die Arbeit gemacht. Das war ein Nachmittag Arbeit. Das war nicht so viel Arbeit. Ich habe seinen Originalbeat genommen, seine Originalstimme genommen, das übereinander gelegt. Und er hatte auch ein Musikvideo gedreht mit meiner Version, die ich ihm gemacht habe. Und das Musikvideo... Klar, wenn man als 14-Jähriger mit seiner ersten Kamera 2008, 2009 so ein Musikvideo gedreht hat, das war natürlich nicht gut. Ne? So, das war schon cringe, so wie meine Musikvideos auch ultra cringe war zu der Zeit. Und sein cringe Musikvideo, aber mit dem guten Song. Ich habe das Musikvideo genommen, ich habe seinen schlechten Beat genommen, seine Originalaufnahmen ohne Autotune, ohne meine Korrektur, ohne alles und habe das alles übereinander gelegt und eine Version des Teufels gemacht, Digga. Das war die Satan himself Version. Die ist einfach cursed. Das habe ich einfach für mich gemacht, weil ich war so sauer auf ihn und da habe ich meinen Seelenfrieden gehabt. Ich bin nicht stolz darauf, ich habe es nie veröffentlicht oder so, aber ich habe für mich und ich werde euch auch nicht dieses Video einspielen, ich werde euch nicht sagen, wie der heißt, aber ich will euch die ersten 10, 20 Sekunden von seiner Version zeigen, dass ihr mal kurz versteht, mit was ich es da zu tun hatte. Digga, warte mal. Kurz, dass ihr einmal das Original gehört habt, für alle, die den Song nicht kennen. Say All I Need, One Republic. Das klingt nämlich so. Do you know where your heart is? Das war der Song von One Republic, der geht nachher noch richtig ab. Guter Song, seine Version. Das ist sein Beat, ja? Mit seinem Gesang. Ich sehe hier auch das Video, aber das ignorieren wir jetzt. Without you, I couldn't live, but that's true.
Ja, den Rest erspare ich euch. Aber damit kam er halt zu mir und meinte, Matti, kannst du mir helfen? Ich glaube, das ist nicht so gut. Und ich habe ihm dann folgende Version gemacht. Ich war dann ja sauer. Ich hatte diese Version einmal fertiggestellt für mich. Dann hatte ich auch meinen Seelenfrieden. Dann habe ich selber gesungen da drauf. Aber der Beat war der, ihr hört jetzt den Beat, den ich für ihn gemacht habe, aber mit meinem Gesang. Und das hatte ich dann auf Aschipupuk hochgeladen. Das ist genau der Beat, den ich für ihn gemacht hatte. Ich habe dann einfach gesagt, weißt du was? Er hatte seinen Teil der Vereinbarung nicht getroffen. Ja, dann lade ich halt selber meine eigene Version einfach hoch. Und die klang dann so. War jetzt auch nicht gut. Ich war da, wie gesagt, 16 oder so. Ich habe das mit dem Headset aufgenommen. Ich hatte da noch nicht den Platz im Tonstudio vom Papa. Und dementsprechend war die Quali nicht so nice. Ich konnte noch nicht richtig abmischen. Aber es ist wenigstens musikalisch. Do you know where your heart is? Do you think you can find it? Aber hört ihr das? Ich habe rausgehört, wie war der Basspart, was hat die Gitarre gespielt. Ich habe alles rausgehört aus der One Republic Version. Ich habe ihm das perfekt 1:1 nachgebaut. Ich habe nur diesen Synthesizer nicht gehabt, diesen wow, wow, wow. Deswegen habe ich hier dann halt meinen eigenen drunter gelegt. Gab es da kein Instrumental auf der CD? Die Sache ist, seine Stimmenaufnahmen waren ja zu seinem Beat, den er gebaut hat. Und der war nicht in der Originaltonart. Deswegen musste ich ja das Instrumental selbst neu bauen für ihn. Ich hatte dann nachher auch noch, wo es richtig abgeht. Ah, das war, glaube ich, nicht so gut gesungen dann. Aber der Beat geht da ab. It's the air I breathe. Da war ich halt, wie gesagt, noch im Stimmbruch. Ich konnte so hoch nicht singen. Das ist, glaube ich, S-Dur. Das müsste jetzt eigentlich problemlos gehen. Say oh! Nee, nicht, wenn ich krank bin, Digga. Okay, never mind. Ist jetzt noch schlimmer. Okay, never mind, das war auch nicht schön, aber okay. Tatsächlich hatte ich da eine Piano-Version. Die hatte ich irgendwann im Musikunterricht, wurde ich darum gebeten, das mal vorzusingen. Da war es nämlich so, du konntest ein Referat halten oder auf deinem Instrument was vorspielen oder was vorsingen und da hast du eine bessere Note gekriegt. Und dann habe ich das natürlich gemacht und ich hatte mich auf dem Flügel begleitet und gesungen und meine Musiklehrerin fand das so nice. Die meinte, es gab einmal im Jahr bei uns in der Schule immer so ein Konzert. Hab dann eine Klavierversion, mir eine Klavierbegleitung überlegt und hatte es dann auf diesem Schulkonzert gesungen. Das weiß ich nur, da war ich richtig stolz drauf. Das war eine schöne Version. Habe ich davon eine Aufnahme gemacht? Habe ich das jemals so aufgenommen? Ich glaube nicht. Aber, kleiner Funfact, bevor ihr jetzt geht und bevor ich den Stream beende. Das älteste Video, das auf meinem Zauberkanal online ist. Das, wo viele denken, oha, Mattis erstes Video. Nee, das war nicht mein erstes Video, aber es ist das älteste, was noch online ist. Das hier. Hört mal ganz genau auf die Hintergrundmusik. Ignoriert jetzt mal den Cringe, hört auf die Musik im Hintergrund. Das ist ein Herz-C. Okay, behalt sie. Hört ihr, was ich höre? Jetzt. Da ging mal Stopp. Also, das hier Stopp. Hier legst du deine Karte hin. Okay. Und jetzt. So nämlich, meine Idee war nämlich, ey, ich habe einen Musikkanal, das ist mein Hauptkanal auf YouTube und ich baue jetzt einen Zweitkanal auf dem ich zauber. Da wäre es doch actually cool, wenn ich meine eigene Musik benutze als Hintergrundmusik für die Zaubervideos. Das habe ich dann so nach 2-3 Videos habe ich festgestellt, ich singe ja in meiner Musik, ergibt ja gar keinen Sinn, Gesang ist im Hintergrund voll ablenkend, dann habe ich es irgendwann gelassen. Ende! Wenn euch diese Real-Life-Story gefallen hat, dann klickt doch einfach auf das letzte Video, da geht es um eure Mod-Bewerbungen. Viel Spaß dort!